Bevor ich dich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 2628, Hochschulzugang gewährleisten und Numerus Clausus Praxis beenden. Ich öffne die Beratung und erteile für die Fraktion der Piraten Herrn Dr. Paul das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier und zu Hause. Ich verstehe nicht so recht, was einem Oktaeder so grauenvoll sein soll. Ich kann Ihnen versprechen, der Rhomben-Icosi-Dodekaeder ist viel grauenvoller. Aber wir befassen uns heute mit einer Praxis dieser Landesregierung, die nichts mit den, leider nichts mit den im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielen zu tun hat. Statt jungen Menschen eine sichere Perspektive für ein Mehr an Bildung zu geben, erlaubt Frau Ministerin Schulze den Hochschulen, weitere örtliche Numeri Clausi zu erheben. Das soll sie also sein, die viel zitierte Chancengerechtigkeit. Aus der Presseerklärung von Ihnen, Frau Ministerin Schulze, ist zu entnehmen, dass Sie den Studieninteressierten nur mit dem Prinzip Hoffen und Bangen auf einen Studienplatz antworten können. Herr Präsident, ich zitiere: Wenn ein Studiengang eine örtliche Zulassungsbeschränkung hat, heißt dies allerdings noch lange nicht, dass nur Einserkandidaten eine Chance haben. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass auch Kandidatinnen und Kandidaten mit einer 3 vor dem Komma im Abi zum Zuge gekommen sind. Bewerberinnen und Bewerber sollten sich deshalb nicht abschrecken lassen. Zitat Ende. Soweit, so gut. Das, was dort beschrieben wird, ist eigentlich Kaffeesatzleserei. Denn eine solche Situation wie die Bewältigung eines doppelten Abiturjahrgangs gab es in dieser Form noch nie. Über 50% der Studiengänge in Nordrhein-Westfalen sind zum nächsten Semester nicht zulassungsfrei. Das kann zur Folge haben, dass sich viele Studierwillige nicht bewerben werden, da sie keine Aussicht auf einen Studienplatz haben. Das ist ein bildungspolitisches Armutszeugnis. Und welche Potenziale dadurch möglicherweise gehemmt werden, ist nur zu erahnen. Wenn man des Weiteren bedenkt, dass viele der Hochschulzugangsberechtigten dann auch noch auf den Ausbildungsmarkt drängen werden, haben wir einen großen Verschiebebahnhof, der auf den Schultern der Absolventen der Fachoberschulreife und des Hauptschulabschlusses ausgetragen wird. Das kann doch nicht ernsthaft gewollt sein. Das Schlimmste ist aber nach unserer Auffassung, dass die Landesregierung keine Rezepte zu einer besseren Verteilung der Studienplätze gefunden oder vorgelegt hat. Das dialogorientierte Serviceverfahren ist kläglich gescheitert. Es wird von den Hochschulen kaum angenommen, da man ihnen das Spielzeug der Studierendenauslese überlassen hat. Studieninteressierte sind zu Bittstellern geworden. Es obliegt der Hochschule, welche jungen Menschen sie aufnehmen. Das entwertet die Hochschulzugangsberechtigung. Gerade die Abiturnote allein, das ist längst bekannt, sagt wenig über die Potenziale von jungen Menschen aus, wird aber hier zum Spielball für fehlende Studienkapazitäten und die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen. Hier ist nach unserer Auffassung ein Blickwechsel nötig. Wir fordern in unserem Antrag die Aussetzung weiterer Ortsnumeri-Clausi-Genehmigungen durch das Ministerium. Wir bleiben dabei, dass der Weisheit letzter Schluss es nicht sein kann, dass die Hochschulen die gesamte Studienzulassung übernehmen. Ein letzter, aber zentraler Punkt unserer Kritik ist, dass diese Numeri-Clausi-Praxis unserer Auffassung nach gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1972 verstößt. Hierbei wurde festgestellt, dass Numeri-Clausi nur zulässig sind, wenn alle vorhandenen Ausbildungskapazitäten ausgeschöpft worden sind. Aber Frau Ministerin Schulze, Sie können doch keine qualifizierende Aussage zu deren Ausschöpfung machen, denn Sie sind ja selber ein Bittsteller des pinkwartschen Politikentmündigungsgesetzes geworden. Unsere Bitte: Lassen Sie uns diese Praxis für die zukünftigen Studierendengenerationen endlich beenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion spricht nun der